Press-Start-Button. Haben wir doch mal. Oder wir gucken uns erstmal das Intro an. Das erstaunlich soundarm ist. Ah, jetzt. Euch doch, Ton, wie schön. So, und damit willkommen zu Turbo Outrunners, einem weiteren Spiel für den Mega Drive. Ja, Startbutton. Optionen. Main Theme. Normal, ja, ihr spinnt wohl. Easy, very easy. Very easy klingt gut, das kriege ich gerade so hin. So, A ist Bremsen, B ist Beschleunigen, C ist Turbo. Wie schön. Exit. Jetzt. Start. Ne, da muss man wieder Startknopf drücken. Ach, das ist ein Hin und Her hier. Hier. Auto-Change. Stellt denn hier so einen Müll auf die Straße? Will ich mir jetzt ein oder konnte man bis jetzt noch nicht einmal abbiegen? Ah, ja, das ist jetzt so ein Spiel. Dann speichern wir doch jetzt mal an der Stelle einfach mal ab. Hier. Thank you.
Immer völlig krank hier die Strecke. Jetzt sehe ich nichts. So, wir nehmen mal den Motor hier. Wir können aber noch mal speichern. Ja, fahrt doch alle nebeneinander. Genau, Spitzenidee. Stellt ihr diesen Müll hier auf die Straße? Okay, wir haben verkackt, also... Thank you.
Und wieder verkackt. Ja, zu dritt nebeneinander, Spitzentiming. So, definitiv. Hey. Ach so. Es ging nur noch das. Ich wollte mich eigentlich die Reifen nehmen, aber das ging jetzt irgendwie nicht mehr. Soll man den da wieder ausweichen, ne?
und versaut. Schwierig, nur an den Pfosten. Hab ich das erwischt? Und das war's. Ist ja ein Ding. So, sehr kurzes Spiel. Turbo Outrun. Für den Mega Drive. Overtune, Shine. Highway, Hairspray, Insanity. Okay. Gibt's hier mehr Kurse? Nee, New York, da hatten wir auch angefangen, ne? Thank you.
Okay, ich würde mal vorschlagen, wir machen dann im nächsten Video weiter, um mal zu gucken, also wir fahren es nochmal durch und gucken mal, ob das dann ein anderes Szenario war oder nicht. Also bis gleich. Tschüss.